hoffe, ihr habt euren Bedini-Motor mit der Schaltung jetzt zum Laufen gebracht. Der läuft schon ganz gut. Ja, jetzt haben wir hier den Trafo, ne, von 12 Volt auf 220 Volt. Und den schließen wir jetzt auch mit an unseren Oszillator an, ne? So dass wir aus unseren 12 Volt Gleichspannung ordentlich Wechselspannung machen können, damit man hier zum Beispiel Handys laden kann oder LED-Lampen für 220 Volt anschließen kann. Also urigste Leistung kommt hier nicht raus, ne? Aber lasst euch mal überraschen. Ist trotzdem schön, wie es funktioniert. So, und dafür müssen wir hier an die, ja, die 220 Volt Seite ist die rote Seite hier unten. Die habe ich jetzt schon mit dem Steckernetzteil verbunden. Und hier oben ist dann scheißegal, welches ihr nehmt. Ne? Ich nehme jetzt mal diese Seite. Und damit gehen wir auf den Plus vom Eingang. So. Plus vom Eingang ist dran. So, und die andere Seite, die holen wir uns jetzt. So, die andere Seite holen wir uns jetzt von diesem mittleren Beinchen hier, ne? Also gehen wir hier drauf. Gott, ne? Das ist das mittlere Beinchen vom Transistor. Da holen wir uns den Minus her. So, mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert. Aha, kurz hat es schon. Aha. Potti noch ein bisschen höher drehen. Noch ein bisschen höher. Ha! Jawohl, das sieht gut aus. Mhm. Also habt gesehen, Potentiometer dann etwas höher drehen, ne? Wenn er nicht gleich beim Anschwingen bleibt. Tja. Dann kann man hier halt noch ein bisschen rumprobieren, nicht? Gucken, ob noch viel lädt. Mehr als das geht nicht. War zu viel. Gut. Also müssen wir doch in dem oberen Bereich bleiben. Ja, ihr seht, da leuchtet die Überspannungslampe noch komplett. Aber es funktioniert. Mit einem 220 Volt Netzteil. Gut. Ja, und für die Zündspule geht es jetzt analog. Aber da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Ne? Die Zündspulen, die haben einen vordefinierten Plus und einen vordefinierten Minus. Und bei der ist es so, dass der Plus außen ist und der Minus hier in der Mitte. Ne? Hat praktisch zwei verschiedene Pluses. Und einen gemeinsamen Minus. So, das ist jetzt mein Plus vom Eingang. Und den Minus in die Mitte. So. Und wie vorhin einfach ans mittlere Beinchen. Ja, das ist dann parallel der Powerspule. Parallel zur Powerspule. Ja, mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert. Jawohl. Aha. Da kann man ordentlich. Jawohl. Gut, lassen wir es mal so hier. Mal schauen, ob unsere Leuchtstofflampen auch funzen. Funzt da schon was? Nee, noch nichts. Ne? Brauchen wir natürlich noch ein Kabel hier rein. Moment. So, ich habe jetzt mal eine genommen, wo ich mir schon Kabel rangebastelt habe. Ne? Müsst ihr euch dann mal noch ein paar ranbasteln. Hier. Ja, und dann kann man, ne, richtig reinstecken. Auch, na komm schon. Ja, weil jetzt geht's schön ruhig. Na? So, das ist jetzt
Ja, da können wir richtig schön hin und her spielen. Ja, das ist jetzt direkt zwischen den zwei Zündspulen. Es geht dann aber auch, ne, wenn man nur das eine drinne lasst und das andere gegen Erde nehmt. Da gibt es ja dann Bauanleitungen noch und nöcher. Das ist jedenfalls jetzt aber das Grundprinzip, wie es gemacht werden kann, nicht? Da kann man auch schön alle Frequenzen durchfahren hier. Potti ganz unten. Ja, aber da möchte ich euch jetzt den Spaß beim Experimentieren nicht nehmen. Die Grunddinger habt ihr jetzt jedenfalls dafür. Normalen 220 Volt Trafo auf 12 Volt. Zündspule für Hochspannung. Ordentlich viel LED-Strahler, um zu gucken, wie viel Leistung hier denn noch extra generiert wird. Ja, dann könnt ihr loslegen. Wünsche euch viel Spaß.